Einstieg, den Sie wählen werden, den der Coach mit Ihnen wählt, der wird so sein, dass Sie sich an der Sonderausstattung, und zwar im wahrsten Sinne des Wortes, langhangeln. Okay? Warum? Ich komme wieder auf das zurück, was ich eingangs heute Nachmittag gesagt habe. Sie gucken sich an, was ist das, was im Standard drin ist, und Sie entscheiden. Mindestens 3 bis 5 Mal im Jahr angefragt, ja, nein, und damit entscheiden Sie, was rausfliegt. Okay? Und die Ebene, über die Sie dort einsteigen, das ist, ich sage mal logischerweise, die Sonderausstattung. Okay? Das heißt also, dass Sie in der Kalkulation natürlich, und ich gehe mal wieder auf unseren Ringanker, dass Sie in der Kalkulation ja unterm Strich steuern, was in der Sonderausstellung zur Verfügung steht. Okay? Und das, was Sie tun dürfen, wenn Sie die Kalkulation an das Unternehmen anpassen wollen, ist im Prinzip eins. Sie gehen einmal die Oberfläche durch. Sie fangen vorne an, Sie hören hinten auf. Und das, was als Delta hinten rauskommt, ist das, was Sie ändern werden oder ändern wollen. Heißt, ich mache ein Beispiel. Wenn es so wäre, Ringankerart, dass Sie sagen, die Unterscheidung zwischen, ich führe den Ringanker als U-Schale aus und ich führe den Ringanker als abgeschalt aus, die treffen wir nicht. Ja? Dann würde es bedeuten, dass Sie sagen könnten, okay, eines der beiden fliegt raus. Oder, wir hatten es heute früh schon gesagt, Sie blenden das Element einfach aus, lassen das dahinter stehen. Sie werden aber in jedem Falle immer über die Oberfläche jede Entscheidung treffen können, was brauchen Sie und was brauchen Sie nicht. Okay? Die Ringankerart wäre das nächste. Wenn Sie halt sagen, das Einzige, was bei uns als Ringanker ausgeführt wird, ist halt, wir lassen den immer über den Kniestock laufen und dann Eckeinbindung. Punkt. Was anderes gibt es bei uns nicht. Dann bedeutet es natürlich auch, dass alles das, was hier drunter steht, einfach gelöscht werden könnte. Okay? Gleichzeitig der Hinweis, Sie könnten auch sagen, na, das schalte ich mir auf nur bei Kalkulator. Das wäre dann eine Variante, wenn Sie mit Verkäufern arbeiten und sagen, du, lass mal drin, vielleicht brauche ich es doch noch, nur ich will auf gar keinen Fall, dass die Leute mir irgendwas zusammenklicken, was es dort bei uns nie gibt. Okay? Und in der gleichen Art und Weise sieht das zum Beispiel natürlich aus bei den Fassaden. Das heißt also, wenn es so wäre, dass Sie die Fassaden sich als Standard bei den Putzfassaden hernehmen, dann sehen Sie halt, okay, das, was wir uns in der Sonderausstattung vor uns angeschaut haben, ist genau das, was hier steht. Ne? Mineralischer Putz und mit Anstrich und Schiefer und Blech und so weiter und so fort. Und wenn Sie das einmal angucken und sagen, okay, brauche ich nicht, ist das als basic gemacht, was Sie tun müssen, um eben diese vermutlichen 50%, die da rausfliegen, zu definieren. Punkt. Was die Sonderausstattung, das auch für Sie, weiß, ist, die weiß, welche Positionen an ihr hinten dranhängen, so will ich es mal formulieren. Ja? Das heißt also, die Sonderausstattung weiß, welche der Berechnungen gucken denn auf mich als Element? Okay? Und in dem Moment können Sie natürlich relativ einfach und relativ schnell diese ganzen Zusammenhänge erkennen und wären halt auch in der Lage, wenn Sie hier Änderungen machen wollten, das sehr, sehr einfach und sehr schnell global zu tun. Okay? Entscheidend ist, über die Sonderausstattung sehen Sie den Inhalt der Kalkulation zum überwiegendsten Teil. Okay? Und das ist der Part, wo Sie
drüber schauen und wo Sie sagen, okay, brauche ich nicht und letztendlich die Entscheidung getroffen werden. Sie müssen nicht sich diese 200 Seiten Ausschreibung ausdrucken, ne, um dann auf der Ausschreibung zu sagen, ne, ich fange an, das durchzustreichen. Sondern das, was geht für den Start, ist halt, dass ich wirklich hier über diese Oberfläche arbeite und damit erst einmal Basisentscheidungen treffe. Es wird sich als Ergebnis, wie gesagt, dort sehr, sehr viel auflösen, weil das, was Sie sich dann auf Positionsebene angucken, eben nur mehr eine Teilmenge ist. Okay?